dabei seid. Auch in diesem Video erstmal Entschuldigung wegen meiner Stimme. Ich bin, wie im letzten Video schon gesagt, noch ein bisschen erkältet. Mich hat es ziemlich erwischt. Wer mir auf Snapchat folgt, der weiß das auch. Ich habe ganz, ganz lange jetzt keine Videos gedreht. Für euch kamen zwar Videos, das waren die Videos der Events, auf die ich die letzten Wochen eingeladen wurde. Aber heute habe ich wieder richtig Lust, mich vor die Kamera zu setzen. Ich hoffe, dass das wegen meiner Stimme okay ist für euch. Ich habe etwas zugeschickt bekommen von L'Oréal und hatte das auch gesnappt. Und ganz viele haben gesagt, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte. Das mache ich natürlich heute sehr, sehr gerne. Es wird eine kleine Swatch-Party geben. Und zwar wurde mir dieses Roulette hier zugeschickt. Und zwar sind es diese 9 Sexy Balm by Indefectible. 9 Stück an der Zahl. Wie gesagt, ich habe dieses Roulette. Und das ist so, so schön gemacht, denn wenn ich das drehe, sehe ich zum einen den Namen vom Produkt und die Farbe. Dann steht da noch ein Satz, den ich euch später noch vorlesen werde. Also richtig schön gemacht, gefällt mir total gut. Und 3 Stück habe ich schon getestet, da kann ich euch auch schon was dazu sagen. Die anderen habe ich noch überhaupt nicht aufgetragen, deshalb ein First Impression Video. Ich werde mir die jetzt auftragen und euch zeigen, wie die an mir aussehen. Jeweils kostet ein Balm 6,99 € und hier stehen dann auch noch wichtige Informationen dabei, wie ich finde. Und zwar zum einen haben sie langanhaltende Farben, zweitens feuchtigkeitsspendender Gelbalm und drittens kein Kleben dank der geschmeidigen Textur. Und das kann ich tatsächlich unterschreiben. Ihr wisst, ich bin eine kleine Lipgloss-Queen. Ich liebe Lipgloss, ich liebe Balms und ich hasse es, wenn die klebrig sind, was wir wahrscheinlich alle hassen. Aber bei denen ist das überhaupt nicht der Fall. Ihr tragt die auf, zum einen riechen die unglaublich. Also wenn ihr mal beim DM seid oder in irgendeiner Drogerie, wo das verkauft wird, riecht mal bitte dran, wenn ihr das swatcht. Also unglaublich. Und es ist tatsächlich so, dass die sehr feuchtigkeitsspendend sind und ihr die kaum auf den Lippen merkt. Also ihr habt überhaupt kein Kleben. Also es ist wirklich unglaublich, dieses Produkt. Ich werde euch das jetzt mal auftragen und zeigen. Und ja, wenn euch das jetzt interessiert, bleibt auf jeden Fall mal dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, ich habe mir jetzt meinen Lippenstift runtergemacht. Das sind also meine Lippen, wenn sie komplett ungeschminkt sind. Wir legen mal los mit dem Balm, den ich schon getestet habe. Und zwar nennt er sich Wasted. Mit deinem Wasted verschwendest du keine Zeit mehr. Genau, und den tragen wir jetzt mal gemeinsam auf. Dadurch, dass die vorne so eine Spitze haben, also wie eine Stiftspitze, ist der ganz, ganz leicht im Auftrag. Die Farbe ist sehr dunkel und bei so dunklen Farben ist es ja eigentlich immer recht schwierig, den aufzutragen. Aber bei dem hier, finde ich, ist das überhaupt nicht der Fall. Und ich höre jetzt mal auf zu quatschen, ich trage mir den jetzt mal auf. So sieht er jetzt aufgetragen aus. Hier steht noch Bold Wasted 201. Also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich stehe ja auf so dunkle Farben und ja, überhaupt kein klebriges Gefühl. Mag ich super gerne. Jetzt machen wir mit dem hier weiter. Ihr wisst ja, dass ich total auf Pink stehe. Der nennt sich Adrenalin und hier steht noch Kraftlos. Dein Adrenalin bringt Power in deinen Tag. Ja, also der ist tatsächlich pink. Ich finde, dass er sehr, sehr leuchtend ist. Das ist einer, den ich auch schon getestet habe. Und ich zeige euch den jetzt mal, wie der bei mir aussieht. So sieht er jetzt aus. Bei mir steht jetzt hier noch Bold 202 Adventure. Hier mit dem Hashtag Adrenalin. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich stehe halt auf Pink, also man muss schon drauf stehen. Sie ist sehr leuchtend, die Farbe. Und für den Sommer finde ich ideal. Und ja, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Wir machen jetzt mal weiter mit diesem hier. Und zwar nennt er sich Yala YOLO. You only live once mit deinem Yala YOLO. Jetzt schaue ich aber hier nochmal drauf. Genau, Bold 203 Yala YOLO. Ich mache mir den mal eben ab und dann tragen wir den auf. Den habe ich noch gar nicht getestet. Also wie gesagt, First Impression. Yala YOLO aufgetragen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Rot. Kein Blutrot, sondern hat einen dunklen Unterton. Und während ich mir die auftrage, rieche ich das ja die ganze Zeit. Ich möchte am liebsten dran schlabbern. Das riecht so, so gut. Wirklich, ist auch super angenehm. Und ja, wirklich null klebrig. Also das kann ich wirklich bestätigen. Schaut, nichts mit klebrig. Ja, mag ich auch sehr, sehr gerne, diese Farbe. Jetzt machen wir weiter mit diesem hier. Gossip steht hier. Mit deinem Gossip bist du Gesprächsthema Nummer 1. Ah ja, okay, gut, alles klar.
Shia 102 Gossip. Ach ja, das wollte ich euch auch noch sagen, dass wenn das Käppchen hell ist, dass sie eben Shia sind. Genau, und bei diesen hier sind sie eben etwas kräftiger. Also gut, jetzt mache ich mir den Yala Yolo runter und wir machen uns den Gossip drauf. So sieht er jetzt aus. Der ist wie gesagt Shia, die 102 in Gossip. Gefällt mir total gut, hat einen schönen rosa Unterton, ist sehr alltagstauglich. Also ja, man ist geschminkt, aber sehr dezent. Also wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt machen wir mal weiter mit diesem hier. Und zwar nennt er sich Asif, als ob mit deinem Asif jeder Tag der schönste ist. Okay, schauen wir mal, wie der so ist. 103, der ist auch wie gesagt Shia. Ich mache mir den jetzt mal eben runter und dann schauen wir mal, wie der hier ist. Hat jetzt hier allerdings eher einen bräunlichen Unterton. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, dann machen wir weiter mit diesem hier. Und zwar nennt er sich Break the Rules. Mit deinem Break the Rules brichst du jede Regel. Okay, schauen wir mal. Ich mache mir den jetzt eben noch runter und dann tragen wir diesen hier auf. Aus. Es ist wie gesagt die 104 Break the Rules. Die sind eben alle schier und geben nicht ganz so viel Farbe ab. Bei dem hier finde ich, ist es noch ein bisschen ja, mehr als jetzt bei den anderen, die wir gerade getestet haben. Jetzt schauen wir mal, was wir noch haben. Und zwar diesen hier, Clueless, planlos, nicht mit deinem Clueless. Okay, schauen wir mal, wie der ist. Sieht auch pink aus vom Käppchen her, aber ja. Wie gesagt, der wird auch schier sein. So, der hat jetzt einen sehr starken rosa Anteil, wie ich finde. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ja, sehr schön. Jetzt nicht ganz so dezent, wie gesagt, wie die anderen. Aber ja, gefällt mir auch gut. So, dann machen wir weiter mit Such a Babe. Mit deinem Such a Babe bist du ein echter Hingucker. Okay, schauen wir mal. Such a Babe. Ah ja, okay, hat auch wieder so einen richtig schönen Rotton. Mal gucken, wie der jetzt ist. Sieht aber ein bisschen heller aus. Schauen wir mal. Jo, der hat jetzt ein bisschen mehr Rotanteil, ne, würde ich sagen. Also wir haben jetzt von allem was dabei. Rosa, Pink, Rot. Also wirklich ganz, ganz toll. Wir machen mit diesem hier weiter. Und zwar steht hier, can't sit with us. Mit deinem can't sit with us tanzt du überall aus der Reihe. Okay, genau, der ist auch wieder schier. Und jetzt gucken wir mal, wie der auf meinen Lippen ist. Dazu müssen wir uns aber den anderen erst noch runter machen. So, das war jetzt der letzte. Die 110 Can't Sit With Us, wie gesagt, auch in Sheer. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der hat jetzt keinen richtigen roten Unterton, aber auch keinen pinken. Das ist so ein bisschen ein Zwischending. Ich glaube, ich kann mich frühest jetzt überhaupt nicht mehr entscheiden, welchen ich nehmen soll. Also natürlich hat mir sehr, sehr gut der Wasted gefallen. Das war so mit mein Favorit. Dann natürlich die pinke Farbe und für den Alltag Gossip hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ihr könnt gerne mal in der Drogerie nachschauen. Wie gesagt, die sind ja ganz neu für 6,99 €. Keine Sorge, ich werde von L'Oreal für dieses Video nicht bezahlt. Ihr habt es euch gewünscht und ich liebe ja selbst Swatch-Partys, gerade an Lippenprodukten. Mag ich sehr, sehr gerne, wenn ich die auch an anderen sehe, wie die sich so verhalten. Und ja, wie gesagt, deshalb habe ich dieses Video heute gemacht. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welche Farbe euch am besten an mir gefallen hat, welche Farbe euch am besten für euch gefallen hat. Gefallen würde. Auch sowas interessiert mich natürlich sehr. Ich kann sie euch empfehlen, wenn ihr nicht auf diese matten Lippenstifte steht, so wie ich. Ich mag das nicht immer, also eher selten, weil die ja doch sehr austrocknend sind und ich mag das eher, wenn ich einen Balm eben auf den Lippen habe. Mag ich super gerne und deswegen kann ich euch die wirklich ans Herz legen. Und das war es jetzt soweit von meiner kleinen Swatch-Party. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat.
Ich würde mich jetzt wahnsinnig freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video nochmal vorbeischaut. Und zwar gab es da ein Tauschpaket von mir und der lieben Niki vom Kanal Nikis Beauty Channel. Schaut da unbedingt mal vorbei. Sie hat mir wirklich ganz, ganz tolle Sachen in mein Paket gepackt. Und schaut unbedingt auch bei ihr vorbei, damit ihr seht, was ich ihr eingepackt habe. Ansonsten könnt ihr natürlich meinen Kanal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!